Die folgenden Aufnahmen sind Teile von Originalmitschnitten, die Reporter Muck in Berlin angekauft hat. An einem abgelegenen Gasthof wartet der ehemalige Hundefriseur Reinhard Becker auf die Teilnehmer einer Kaffeefahrt. Becker will in gewohnter Routine seine Rheumadecken an Senioren und Frührentner zu saftigen Preisen losschlagen. Aber beim Verkaufsprofi kommt Unruhe auf, denn diesmal wartet er nicht nur auf das Eintreffen seiner angestammten Kundschaft. Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Firma Paloma begrüßen. Als erstes erhält jeder von Ihnen ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte und eine Tasse Kaffee. Hinterher haben wir noch einige schöne Überraschungen und Präsente für Sie bereit. Doch bevor wir mit unserem Programm beginnen werden, möchte ich Ihnen gern einen ganz besonderen Gast vorstellen. Er wird uns durch die gesamte Veranstaltung begleiten. Heute hier, er hat den weiten Weg aus Berlin nicht gescheut, für Sie Peter Bond. Danke Ihnen, meine Damen und Herren. Danke sehr. Herzlichen Dank. Danke, meine Damen und Herren. Sie werden sich fragen, was macht Peter Bond heute hier? Ist er vielleicht jetzt Mitarbeiter der Firma Paloma? Nein. Ich bin hierher gekommen, um Sie einzuweihen. Einzuweihen in ein Geheimnis. Kaum zu glauben, aber wahr. Im Stile eines ausgebufften Politprofis hält der Kandidat vor den staunenden Kaffeefahrteilnehmern eine Stegreifrede. Obwohl er inhaltlich nichts Neues anzubieten hat, versteht er jedoch mittels seines Charismas die Dinge so zu sagen, dass sie wichtig klingen. Qualitäten, die für höchste Ämter befähigen. Entsetzt über die heruntergekommenen Häuser. Ja, jawohl. Und ich frage Sie, war nicht jeder von Ihnen froh darüber, dass es solche Zustände bei uns noch nicht gibt. Noch nicht. Ja, die Leute haben gestaunt, dass ausgerechnet Peter Bond, der mit Politik ja bis jetzt überhaupt noch nichts zu tun hatte, da auf einmal eine Rede hielt. Und deshalb, meine Damen und Herren, deshalb werde ich bei der nächsten Bundestagswahl für das Amt des Bundeskanzlers kandidieren. Und deshalb werde ich dafür kämpfen, dass ein Ruck durch dieses Land geht. Ich werde dafür kämpfen, dass die neuen Ideen der EWG sich durchsetzen werden. Ich danke Ihnen. Im Stil eines Triumphators beendet Bond seinen unglaublichen Auftritt und nimmt die Ovationen der Zuschauer entgegen. Wenn Sie möchten, können Sie sich in unsere Liste eintragen lassen, mit der Sie die Kandidatur von Peter Bond unterstützen. Nun aber zu unserem Räumergehen. Als erstes bekommen Sie noch jeder eine Tasse Kaffee nachgeschenkt. Gratis, versteht sich. Und wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Präsentation, und zwar zur Albetta-Bettdecke Gordolino.